Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Vielleicht muss ich aber auch wieder unten lang. Ist das richtig? Also vielleicht von hier? Ich weiß es gerade nicht so genau. Was ist denn, was sagt denn die Map, wenn die Map mal kommen würde? So, die Map sagt, ich habe hier einen Schatz gefunden. Da gibt es keinen anderen Weg. Ernsthaft? Wohl nicht. Dann gehen wir eben zurück. Dann gehen wir den langen Weg. Wir müssen ja eh zu dieser einen Tür, wo wir schon mal waren. Und da konnte man aber nicht durch, weil die sechs Federn gefehlt hatten. Flügel. Warum sage ich mal Federn? Was ist das? Das Schloss im Hintergrund sieht immer noch so prächtig aus, ne? Okay. Oh. Da lang. Oh, okay. Das scheint der richtige Weg zu sein hier. Okay, cool. Oder nicht so cool. Ich weiß es noch nicht so recht. Die Schilder zeigen uns den Weg. Aber erst einmal. Gibt es hier noch irgendwas? Ja. Hier müssen wir noch hin. Da mussten wir mit der Kurbel. Mussten wir irgendwas öffnen, meine ich, ne? Irgendwas war mit einer Kurbel. Ist dieses Fettvieh hier? Oder haben wir das jetzt erledigt? Ist das nur eins gewesen? Was hier rumgestreunert ist. Ich glaube, das haben wir jetzt umgebracht, ne? Müsste eigentlich. Und ich glaube hier irgendwo. Was? Hier? Da ist es, glaube ich, ne? Und da ist eine Leiter. Wo geht's denn da mit der Leiter hin? Das will ich jetzt aber mal sehen. So, hier. Hier ist richtig. Ah, sehr gut. Ja. So, wir brauchen das Ding hier. Auch hier muss ich natürlich nichts machen. Das macht der Kollege Ethan alles automatisch. Und es öffnet uns den Weg. Du Hühnern! Hey, Freunde. Wie geht's denn so? Und dir? Geflügel und Geflügel. Danke. Wo ist jetzt die? Da ist die Leiter. Tatsache, es gibt hier eine Leiter. Und ein Pisspot gibt es ja auch. Mit was genau drin? Nichts. Echt jetzt? Hier ist nichts drin? Ja, dann. Oh, okay. Oh mein Gott. Es duftet nach Rosen. So, ja, was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Hier geht's. Oh, kann man hier drüber springen? Nee. Kann man hier lang? Oh, hier kann man lang. Was ist das denn für ein Weg? Okay, der ist tot. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Was haben wir denn hier? Taubenblutrubin. Was? Was kann ich denn damit machen? Das ist mit Sicherheit ein Schatz. Ein kleiner blutroter Rubin, der wohl mal zu etwas dazugehörte. Wertvoll und kombinierbar. Oh, womit denn? Alles klar, hab verstanden. Hab verstanden. Wir haben jetzt also diese Halskette mit.
Mit noch einer leeren Fassung. Wir haben diesen Rubin jetzt hier eingesetzt. Oh, das ist ja cool. Das ist natürlich lecker Schmecker jetzt, ne? Das heißt, auf der Seite fehlt was? Nee. Wahrscheinlich fehlt hier unten noch was als Anhänger, ne? Interessant. Ich hoffe, wir finden den Anhänger. Ich hoffe es wirklich sehr. Hier kommen wir runter wahrscheinlich. Ah. Okay. Dann hätten wir das auch. Das heißt, die Hühner haben wir ausradiert. Was gibt's denn hier zum Beispiel noch? Ich würde mir gerne alles noch angucken, bevor wir diesen Weg gehen, den uns Heisenberg vorgibt. Ja, da hinten. Da müssen wir weiter, aber ganz ehrlich, will ich das überhaupt? Möchte ich das? Möchte ich diesen Weg gehen? Komme ich überhaupt weiter? Das sieht nach einer Sackgasse aus. Ja, das ist eine Sackgasse. Da oben war nichts. Ja, wir müssen... Ja, das ist... Ja. Was? This way? Was? Papa? Hier lang, Papa. Mhm. Toll. Ganz toll. Was ist das hier? Schmiedeeiserner. Dieses Zeichen sieht sehr nach diesem schmiedeeisernen Schlüssel aus. Der passt sogar. Was ist das? Das ist was Fettes. Irgendwas Großartiges. Die GM79. Was? Ihr Inventar ist voll. Schaffen Sie Platz. Okay. Wir haben... Ja, ja, alles gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Alles, alles ist gut. Wir müssen nur ein bisschen Sachen hier rum... räumen. Dann kriegen wir die locker flockig hier rein. Okay, Moment. Kann man das nicht irgendwie... Nein, scheiße. Ich tue das einfach hier hin und dann haben wir den. Zack. Inventar schließen? Nein. Oder? Ja, möchte ich. Willst du mich verarschen? Wieso geht denn das nicht? Wieso... Okay, dann mache ich das eben manuell. Man nennt mich auch manuell Neuer. Sorry. So, dann kommt das hier hin, dann kommt der dahin, dann kommt das nicht dahin, dann kommt das hier hin. Okay, wir haben natürlich sehr viele Pistolen hier. Brauche ich die wirklich alle? Diese Raketenpistole ist, glaube ich, ganz nett, aber ich weiß nicht, ob wir die wirklich gebrauchen können. So, dann haben wir das Ding jetzt mitgenommen. Wunderbar. Munition dafür haben wir hier aber keine, oder? Aber ein Dietrich. Nice. Dietrich schnappe ich mir gerne. Komm her. Explosivgeschosse. Na, geht doch. Ist jetzt nur die Frage. Wo ist jetzt die Waffe? Wo habe ich denn jetzt den Granatwerfer? Wir müssen den ausrüsten, ne? Wir müssen den ausrüsten. Wir haben nur noch zwei Patronen für die? Für die Shotgun? Für die Sniper? Ganz kurz. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Das ist schon nice, das Ding. Das sollten wir auf jeden Fall behalten. Was? Okay. Ach so, die Munition wechseln damit. Ah, okay. Ja, gut. Momentan brauche ich das aber nicht. Ich würde gerne wieder die Shotgun, ne Quatsch, die Sniper da einsetzen. Und vielleicht mal nachladen. Ja. Ja.
Okay, cool. Und einen Dietrich haben wir auch noch. Das ist ja ein Dream. Ein absolutely Dream. So, ich muss jetzt trotzdem wissen, wo ich lang... Ah, hier war der Schatz. Okay, den Schatz hätten wir. Den Schatz hätte ich auch gerne. Das heißt, wir müssen hier links zur Valkyrenstatue. Wenn wir da lang können. Ich hoffe, dass wir hier lang können. Weil hier können wir diesen Flakon einsetzen. Okay. Ja, gut, kriegen wir hin. Das schaffen wir. Valkyrenstatue. We are coming. So, ja. Heisenberg möchte natürlich, dass wir da in die linke Richtung gehen. Sag mal. Was ist das denn hier? War das vorher auch schon? Okay, den Blumenstrauß kann ich mir jetzt nicht schnappen. Was ist denn das? Das sieht alles ganz strange aus. Wo ist denn hier noch so ein Dietrich-Ding? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Hier drin? Hier kann man also den Dietrich nochmal nutzen. Oh, wahrscheinlich hier. Ja. Benutze den Dietrich so ein bisschen hier und da und ja. Was haben wir denn drin? 7 Flintmunition. Das hat sich sogar gelohnt. Okay, cool. Ich meine, 7 Schuss mit der Shotgun. Das ist nicht wenig. Das ist sogar einiges. Okay, komm. Wir gehen an der Valkyrenstatue rechts anstatt links. Zu dir kommen wir noch. Rose is waiting for you. Okay, alles klar. Ist okay, Heisenberg. Ist okay. Die Hühner hier haben wir. Hier müssen wir gar nicht rein. Ich muss hier weiter. Kann ich hier weiter? Kann ich hier weiter? Ich muss irgendwie da hinten hinkommen. Hier, zu euch Köpfen muss ich. Kann ich da durch? Okay, die Tür geht auf. Und hier können wir auch dran vorbei. Das sieht richtig aus. Okay, nice. Du bist tot, hoffe ich. Ja. Hallo. Also diese Map, ne? Links von uns ist noch ein Brunnen. Und Hühner links. Also hier ist ein Brunnen und hier sind Hühner. Komm ich da rein? Wie komme ich denn hier hin? Das sieht einfach so geil aus. Dieses Schloss im Hintergrund. Brunnen erstmal. Da. Hier waren wir ja schon mal, ne? Sag mal. Hallo? Wo kann ich denn hier? Oh. Sorry. So, das einmal da dran. Gib mir irgendwas Gutes. Dietrich, Alter. Dietriche sind immer sehr geil, weil die gibt's halt, ich glaube, die gibt's nicht zu kaufen. Kann man die kaufen beim Duke? Ich glaube nicht, ich habe noch nie einen gesehen, den hätte ich safe gekauft. Okay, ich guck nochmal gerade, wie wir zu den Hühnern kommen. Ist da ein Weg? Ich glaube, von der Seite gibt es keinen Weg. Ich guck mal ganz kurz. Oh, Moment. Rechts von uns müssen wir sowieso nicht mehr. Ja, dann versuche ich mal links rum. Dann versuche ich es hier. Und hier. Und hier kommt man durch? Das glaube ich aber nicht. Oh doch, hier, oder? Sind hier die Hühner? Da lachen ja die Hühner. Ne, hier sind die Hühner, ne?
Hier müssten die sein, hinter diesem Zaun. Wir kommen über das Feld dahin. Alles klar. Okay, dann kommen wir nochmal wieder. Was ist das hier? Außer, dass es super dunkel ist. Ja, hier ist gar nichts. Wir können, glaube ich, hier raus. Ja, mehr aber auch nicht. Walkürenstatue. Wollte ich da jetzt hin? Alter, die Map, ne? Das... Oh, hier. Die Geigen. Dieses Geigending haben wir auch. Okay, ja. Wir müssen unter diesem Dingen. Wir müssen unter diese... Wo ist es? Jetzt bin ich hier schon wieder lang gelaufen, ne? Ich Schlauberger. Hier müssen wir lang. Okay. Nein, hier. Unter dem Traktor hindurch. Da müssen wir lang. Ich hoffe, das geht. Ja, das geht. Okay, perfekt. So, dann wollen wir doch mal... Denn hier ist dieser Geigenschlüssel oder das Geigenschloss gewesen. Irgendwo. Wenn ich mich nicht täusche. Na du? Wo war das denn nochmal? Einfach geradeaus und dann links. Und gegenüber müssen wir auch nochmal rein. Es gibt noch viel zu erledigen, Freunde. Es gibt viel zu erledigen. Hier links ist das, ne? Und da können wir auch noch rein. Ich gehe erstmal hier rein. Das müsste dieses Geigenhaus sein, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Oder ist das Geigenhaus da hinten? Ich bin maximal verwirrt. Da ist der Eingang. Ich trottel. Sorry. Nein. So, okay. So, wir haben den Schlüssel mit der Geige drauf. Den haben wir vor zigtausend Jahren bekommen. Da ist er nämlich. Okay, cool. Weh, irgendjemand macht mir Ärger hier. Oh, cool. Das ist so cool hier drin. Aber einen Gegner gibt es hier wahrscheinlich nicht. Chemikalie gibt es hier. Danke. Pistolenmunition nehme ich mir mit. Ja, hier kriegt man jede Menge Stuff. Was zum Henker. Ein sechsstelliger Code. Okay, wo zum Henker bekomme ich diesen Code her? Was ist für ein Zettel? Ich werde ihren fünften Geburtstag nie vergessen. Ihren fünften Geburtstag? Von wem? Modellnummer. Okay, hier sind sechs Zahlen. 763934. Okay, ich hoffe, ich merke mir das. 763934. 763934. Nein. Nicht richtig? Fuck. Die Zahlen stehen hier so fett. Viel. Okay. Dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter hier um. Ich denke mal, dass wir hier irgendwo des Rätsels Lösung finden werden. Aber nicht hier. Happy Birthday.
27.09.17. Okay. 27.17. Okay, nochmal. Sieb 17 hinten. Okay. 27. Oh. Komm schon, bitte sei richtig. Yes. Nice. Ja. Stahlrisswilger. Was auch immer das sein soll. Oh, sorry. Und da ist noch ein Koffer mit einem erweiterten Magazin für unsere Sniper. Das ist natürlich geil. Das können wir direkt kombinieren. Ja, perfekt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist hier noch irgendwas? Das haben wir schon geöffnet. Hier können wir nichts öffnen. Hier können wir noch was öffnen. Wow. Klasse. Vielen Dank für nichts. Hier ist auch noch was. Nein, auch nichts. Mach die Tür auf, Mann. So. Oh doch, ein bisschen lay, glaube ich, ne? Ah, da ist jede Menge Lay drin. 400, noch was. Okay. Cool. Ja, hat sich gelohnt. Also, ich kann nicht meckern. Hier hat man einiges gefunden. Ein sehr einfaches Rätsel gelöst. Aber ganz ehrlich, viel mehr... Wow. Ich zerstöre noch das Heim vom Geigenbauer. Aber ich glaube, den wird es nicht mehr stören, oder? Weil der ist hier... Der ist ja nicht mehr hier. Der wird auch nie wiederkommen. Okay, cool. Was ich gucken wollte? Ja, das sieht doch nice aus. 9 Schuss. Geil. Voll gut. Und gegenüber haben wir auch noch was. Die Tür nämlich. Mit dem gusseisernen Schlüssel. Wenn man das Ding öffnen, dachte ich. Das ist schon offen. Ist das nicht, richtig gewesen? Hier gibt es eine Tür? Moment. Da stimmt doch was nicht. Doch, hier ist eine Tür, aber... Aber da komme ich ja niemals rein. Wie soll man denn da reinkommen? Wie zum Henkmar... Henkmar. Wie zum Henker kommt man da rein? Kann ich hier drauf klettern? Nee. Okay. Interessant. Komme ich da irgendwie von hier rein? Von oben vielleicht? Hier gibt es auf jeden Fall eine Leiter. Es ist super dunkel, ich weiß. Ich sehe selber nichts. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob man da irgendwie... Das ist es, ne? Ich glaube aber nicht, dass wir da auch irgendwie dran kommen. Nee. Okay. Schade. Dann geht das wohl nicht. Pech gehabt. Okay. Hier sind keine Gegner. Das macht mir so ein bisschen Angst und Bange gerade. Hier ist alles rot. Wie kommt man denn da hin? Scheiß drauf. Okay, den Schatz hätten wir. Hier sind noch Hühner, da kommen wir vom Feld aus dran. Wir müssen wieder zur Walkürenstatue. Hauptsache, ich werde jetzt hier nicht angegriffen, wie so ein Esel. Ja, das ist richtig. Hier müssen wir nämlich drunter herkriechen. Sehr schön. Okay,
Und dann gehen wir einfach diesen Weg hier wieder zurück. Wenn das richtig ist. Nein, hier nicht. Aber da. Gleich werde ich übelst angegriffen und erschrecke mich tot. Weil ich es nicht erwarte. Weil ich denke, hier ist alles safe. Oh, 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 hallo. Hallo. Ihr Hübschen. Ich bin ein richtiger Jäger. Oh, vielleicht lade ich noch mal kurz nach. Ein Jäger hätte das nicht besser hinbekommen. Wollte ich nur mal sagen. Den Brunnen haben wir schon, ne? Ja. So, ein bisschen Fleisch nehme ich mir mit. Thank you. Zur Kirche müssen wir. Ja, 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 ja. So. Das nehmen wir auch mit. Ein bisschen wild. Da werde ich ja richtig wild. Was? The show must go on. Schon kapiert, Mann. Schon kapiert. Wenn wir also auf dem Feld. Von da. Von da geht es zu den Hühnern, wollte ich sagen. Aber ich glaube, ich möchte da gar nicht mehr hin. Aber ich muss. Ich muss. Ja, hier sind die Hühner. Okay, alles klar. Ich gucke aber erstmal, ob ich hier speichern kann. War der PC vorhin auch schon an? Der PC? War der schon? Der war doch nicht an, oder? Was ist denn mit dem? Oh. Was? Datum 9.02.21. Protokolliert von NH. 11.35 Ankunft. Keine Anzeichen von EWRW. Oh, Ethan Winters, Rose Winters. 12.10. Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf EW gefunden. Aufenthalt von RW unbekannt. 13.10. Basis in Kirche eingerichtet. Ah, okay. Ich verstehe. Ja. Wo war ich? Ach hier, weiteres Vorgehen, LBTD-K9, Durchsuchung des Labors, NHUE, Analyse der Pilzproben und Alpha, Infiltration der Fabrik. Okay, cool. Nice, die haben hier ihre Basis also aufgebaut. Hier in der Kirche. Soll mir recht sein. Ich habe alle erledigt, bis auf dich, Miranda, und auf dich, Heisenberg. Ihr kommt noch. Noch dran. So, ich speichere kurz ab, weil ich kann. So, einfach irgendwo. I don't care. So, wir gehen jetzt mal raus auf dieses wunderschöne Erdbeerfeld. Ich freue mich riesig, denn hier ist jemand. Hier ist jemand oder hier ist etwas. Das gefällt mir gar nicht. Alter. Da bist du. Es ist etwa Zeit. Es ist etwa Zeit, liebe Magnum. Will ich die Magnum jetzt für den vergeuden? Warum ist denn das Haus hier rot? Hier war ich doch schon drin. Dachte ich. Ich war hier safe schon drin. Okay, wir haben diese Säcke hier nicht kaputt gemacht, aber ganz ehrlich. Wen interessieren denn diese Säcke? Ich glaube, ihr hinkt hier auch vorhin noch nicht, oder? Kollegen. Oh, Moment, was ist das denn? Fake News. Nö, hier ist sonst gar nichts mehr, glaube ich. Soll ich mich trauen, gegen das Vieh zu kämpfen? Ich glaube, ich muss nicht. Der Gegner ist optional.
Wo ist er denn überhaupt? Da ganz hinten. Aber der hat mich nicht gesehen, ne? Na du? Hier geht es, glaube ich. Hier geht es, glaube ich, zu den Hühnern, ne? Ja. Guck mal an. Sorry, Mikro, sorry. Ich entschuldige mich. Bleib doch mal stehen. Bisschen Geflügel, Senks. Bisschen Geflügel und rostige Reste. Dann hätten wir das auch. Ah, soll ich gegen den kämpfen? Oh, ich will meine Munition nicht verbraten, Mann. Weißt du was? Okay. Die verbraten wir. Sechs Schuss haben wir damit. Ich probier's mal. Okay, von hier sieht man wenigstens ein bisschen was. Das hat ihm sehr gefallen. Ich hab nichts mehr. Sie sind tot. Okay, der hat sechs von diesen... Oh, die Hühner. Der hat sechs von diesen Raketenschüssen ausgehalten. Willst du mich verarschen? Schießpulver. Cool, danke. Ich schnapp mir die Hühner nochmal. Sorry. Welcher Samurai hier? Da. Oh. Komm her. Ein Mikro schon wieder. Ich finde halt keine bessere Methode mit dem Mikro. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich erwische das immer wieder. Helft mir bei diesem Problem. Was kann ich tun? So, okay. Kann ich Munition herstellen? Ja. Das brauche ich unbedingt erstmal. Eins, zwei. Das reicht erstmal. Vielleicht die Dinger? Raketenpistolenmunition. Dafür braucht man Kraut. Hau mal ab. Ich mach noch eine. Sonst kann man nichts herstellen, ne? Ich probier's mal. Nein. Moment. Wo ist denn meine. Da. So, das muss da rein. Ich könnte auch den. Ja, wobei ich benutze mal. Ich probiere mal mit der Snipper. Wieder auf einen Platz, wo ich mich gegebenenfalls auch umdrehen kann. Okay, nochmal. Auf ein neues Freunde. Sorry, Mikro. Wo ist er? Ich sehe nicht mehr. Doch, da hinten. Komm her. Komm zu Papa. Komm her jetzt. Sechs Schuss hat der ausgehalten. Was ist das für eine Raketenpistole? Ganz ehrlich. Oh.
Aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Nein, ich bin noch nicht tot. Ich muss hier rein. Ich muss nachladen. Ganz kurz nachladen alles. Moment mal, warum ist die Musik so? Das kann ich nicht mehr gebrauchen. Den hier könnte ich gebrauchen vielleicht. Habe ich hier irgendwie raus? Wo ist er? Aber der hat jetzt nicht wieder volle Scheiße, oder? Ich krieg diesen Scheiß nicht hin. Wo ist er? Ich fass es ja nicht, Mann, dass es schon wieder nicht geklappt hat. Nervt mich. Ich hol mir die Hühner und hab Scheiß auf den, Mann. Alter, wie viel muss man denn in den reinballern? Scheiß Hühner, ihr seid... Oh mein Gott. Sorry, nur wegen euch bin ich hier hingekommen. Hör auf, dich zu bewegen. Mein Mikro geht mir langsam auch richtig auf den Sack. Was ist das ätzend, ey. Also... Mit dem Monster da. Das ist richtig ätzend. Das fuckt mich richtig ab. Scheiß drauf. Kacke auf ihn. I don't need you. Tschüss. Vielleicht kommen wir wieder. Vielleicht auch nicht. Alter, wie viel Munition muss man denn dafür haben? 5 Millionen Raketen? 6000 Pistolen? Was weiß ich? Shotgun? Ich habe alles in den Rhein geballert. Kein Bock. So. Okay, das hätten wir. Wir könnten jetzt. Ich gehe erstmal zum Duke. Bevor ich weitergehe. Der Duke ist ja hier unten irgendwo. Hier. Und dann rechts. Und dann gehen wir den Weg von Heisenberg. Wo ist mein Mikro? Da. Okay. Scheiße. Hey, Duke. Und dann können wir den Flakon einsetzen. Ja, das mache ich. Na, du? So, genau. Rein damit. 3 von 4 hätten wir also. Inklusive Umbrella-Zeichen in der Mitte. Es ist schon... Das ist schon funny. Okay. So, Duke. My friend. Und speichern können wir auch gleich. Ah. Entschuldige. Ja, ist gut. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Gerne. Ich gucke erstmal hier. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, das geht. Geflügel und Wild. Beim Blocken erlittene Schaden sinkt. Toll. Wir blocken nie. Das können wir nicht machen. Das könnten wir machen. Tocitura de Pui.
Was bringt das? Maximale Gesundheit steigt mit... Junge! Hau rein! Bestätigen! Saftiges Geflügel. Herr damit. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Das hört sich schon sehr gut an. Und das Danke riecht auch für voll. Deine Geduld. Hier deine Portion. Thanks. Okay. Wurde beträchtlich erhöht. Kein schlechtes Mal. Ja, oder? So, das können wir nicht machen. Wir haben keinen Fisch. Dreierlei Mititai. Pilaf mit Geflügel und Wild könnte ich auch machen. Aber wie gesagt, wir blocken nicht. Und hierfür brauchen wir Fisch. Wir bräuchten 4 Fisch, dann könnten wir auch hier unsere maximale Gesundheit steigern. Ankauf. Das verkaufe ich mal dass alles. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. 20.000 kristalline Bestie. Kristalliner Moro 40.000. Da ist noch was zum Kombinieren. Hellgrüner Schädel, was? Mensch, ach, das aus dieser Kugel. Aus diesem Kugelrätsel. Oh, wie kommst du denn an so ein Schmuckstück? Stählerne Statue eines Wesens aus der nordischen Mythologie. Sehr wertvoll. Weg damit. Prächtig, was das wert ist. Ja, ja. So, Werkstatt. Kann ich irgendwas verbessern? Zum Beispiel meine Magnum. Oh mein Gott. Auf 1900 für. Für 48.000. Das ist mir wert. Mhm. Rückstoß ist mir egal. Feuerkraft der Shotgun. Auf jeden Fall. Der Pistole. Auf jeden Fall. Aha. Hiervor haben wir schon alles. Magazingröße ist natürlich eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Für 6.000. Wir haben noch 160.000. Ja, komm. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Auch hier sollten wir vielleicht maximal verbessern für die Shotgun. Ja, komm, für die Pistole Moment, auch. Moment, bitte. Ja, was denn? Für die hier. Könnten wir das auch machen? Okay, cool. Okay, jetzt gucke ich mal, was er uns zu verkaufen hat. Mhm, nein, kein Interesse. Herstellung, Blendgeschosse. Warum nicht Magnum? Kann man Magnum bei ihm kaufen? Flintenmunition kann man kaufen. Lemi brauche ich nicht. Verbesserter Griff. Brauche ich nicht. Ja, brauche ich auch nicht. Ja, okay. Langdistanz-Zielfernrohr. Für null? Moment mal, da steht 0. Ach, wir haben 0 auf Lager. Okay, ja. Für 15.000, ja, warum auch nicht. Da hattest du ein Auge drauf. Sofort ausrüsten, ja. Okay, cool. Das schaue ich mir mal an. Hals- und Beinbruch. Jo, das ist mal... das ist mal Zielfernrohr, Freunde. Das gefällt mir gut. Jetzt sieht es auch richtig aus wie ein Sniper. So, wir haben die ein bisschen erweitert. Wir haben hier 8 Schuss. Mit dem Magnum konnte ich leider nichts machen. Da haben wir nur 6 Schuss jetzt. Ja, ist nicht ganz so viel. Aber besser als nichts. So, wir gehen zurück. Wir gehen jetzt den Weg von dem guten Heisenberg. Okay. Rose is waiting for you. Na klar. Die gute Rose wartet. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, mein Hals. So, jetzt können wir hier durch. Let's go. Entriegelt. Das wird ein Spaß. Viel Glück. Ich hasse dich auch, Mann.
Alter, ich dachte gerade, da steht jemand. Da hängen nur welche. Man kann ja auch links. Otto Sägewerk. Okay, Otto. Dann säg mal. Cool, 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 cool. Gefällt mir. Irgendwie nicht. Gibt's hier Fische? Ei, Fischi, Fischi, Fischi. Da können wir irgendwas explodieren lassen. Mache ich auch. Aber nicht jetzt. Hier gibt's keine Fische. Das ist ja enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Leider. Okay. Pech gehabt. Hier ist noch was zum Explodieren. Was wird denn hier gleich passieren? Okay. Gibt's denn hier Schönes? Ja, toll. Kann man dich einfach so zerstören? Warum nicht? Hier, ciao. Dann hätten wir den auch. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Das sieht nicht danach aus. Okay. Und da kommen wir dann rein in das gute Sägewerk. Mhm. Toll. Ich freue mich riesig. Die nehmen wir natürlich. Das Licht hat sie erschreckt. Cooler Effekt. Okay, damit geht das nicht. Stop.